Weiter geht's mit den Arena-Rematches hier in Pokémon Karmesin. Die Hälfte haben wir letzte Folge gemacht und die andere Hälfte werden wir nun heute machen. Zumindest was zu planen. Auf meinem Terminkalender steht jetzt das Meeting mit dem Top-Champ an. Stattdessen habe ich unangemeldeten Besuch. Ja, das sieht ihr ähnlich. Ja, ich kann mir schon denken, weshalb du hier bist. Ja, danke. Nicht der Rede wert. Der Top-Champ ist meine Vorgesetzte, daher steht es mir nicht zu, ihre Entscheidungen anzuzweifeln. Aber es überrascht mich schon, dass sie jetzt auch Schüler beschäftigt. Okay. Ja. So. Du hilfst ihr aus, damit sie im Gegenzug an einem Turnier eurer Akademie teilnehmen kann. Naja, das muss jeder selbst wissen. Ich hätte mich nicht auf die zusätzliche Arbeit eingelassen. Wie sieht's aus? Wollen wir diese Aufgabe nochmal erledigen? Ja, klar? Dann lass uns mal zur Schatzstube schlappen. Okay, let's go. Bin ready für einen Fight. Dein Staraptor macht mir keine Angst mehr. Also, nicht so stark. Du hast bei der praktischen Prüfung bereits gegen mich als Mitglied der Top 4 gekämpft. Ich bezweifle, dass ich dich jetzt sonderlich beeindrucken werde. Aber fangen wir an. Da ich diesmal als regulärer Arena-Leiter kämpfe, setze ich meine gewöhnlichen Boomer ein. Sie können alle dem Typen normal an. Normal bedeutet für viele durchschnittlich, unscheinbar, herkömmlich, 0 nach 15. Aber ich hänge an ihnen. Du musst wissen, sie passen perfekt zu einem farblosen Angestellten wie mir. Es wäre schön, wenn Menschen und Pokémon weniger kompliziert wären, normal eben. Aber heutzutage geht es vielen bloß darum aufzufallen. Extravagant will man sein, auf billige Effekthascherei kommt es an. Nee, eigentlich ja nicht. Das Schönste an einer aufregenden Reise ist doch die Rückkehr, die eigenen vier Wände und den vertrauten Alltag, oder? Wahre Stärke liegt meiner Meinung nach in Schlichtheit. Vielleicht in der Pokémon-Welt ist das so, aber in Real Life ist es definitiv nicht so. Also nicht, dass ich wüsste. Ist eher so, dass alle lieber normal bleiben wollen. Aber was meint ihr? Das ist auch nicht leicht. Der Top-Champ ist schon eine ganz große Nummer. Ja, so sieht's aus. Frag Rund. Das ist das weibliche Ding, glaube ich. Ja gut, was setze ich jetzt ein? Eigentlich ist es ziemlich egal, was ich jetzt einsetze, oder? Ich könnte ja eigentlich jetzt sowas wie Erdbeben spam oder so. Ich meine, Super hat sowieso beim ersten oder beim damaligen Kampf gegen Aoki, glaube ich, auch gewonnen. Deshalb wird das hier wahrscheinlich nicht groß anders sein, ja. Und wie gesagt, ihr könnt die Kämpfe in egal welche Reihenfolge machen. Ich mache sie nur in der Reihenfolge, wie sie eigentlich gedacht sind. Oh, verdammt. Ja, ich bin tot. Weil Body Slam killt mich jetzt. Es hält durch, um mir keine Sorgen zu bereiten. Das ist aber nett von dir. Liegt das an den ganzen Suppen, die ich dir gekocht habe, oder was? Ah, nee, nicht Suppen gekocht, das war, Sandwiches gebacken. Gekocht. Zubereitet. Ja. Was auch immer. Kualelu. Keine Ahnung, was das für ein Typen hat. Ich kenne mich mit dem Ding nicht wirklich aus. Könnte Pflanze sein, könnte Kampf sein. Ich packe auf jeden Fall mal meinen Starter rein, der wird sowieso alle platt machen können. Ich meine, es ist Takoro. Der wird alles machen können. Wenn er nur will. Dauerschlaf von Koalelu. So. Bam. Die Hälfte, okay. Ah, Gena. Okay. Dann ist jetzt der Plan, nicht einzuschlafen. Ich glaube aber, ich schlafe nicht ein, wenn ich jetzt Flammenwurf, er ist gekillt worden und ich dann rauswitchen tun. Deutsch am Start. Und wenn ich jetzt rauswitche, glaube ich, schlafe ich nicht ein, oder? Ah, doch, tue ich. Ach, verdammt. Na gut. Dummy Miese. Ach, das Ding. Och nee. Ich schätze, ich pack mal Belly Bolt rein. Ich weiß gar nicht, was ich tun soll gegen seine Pokémon, ja. Weil Aoki ist ein schlauer Trainer. Vor dem habe ich Respekt. Und
Vor ihm muss ich auf jeden Fall schon Angst haben. Klar. Er ist ja sowohl Arena-Leiter als auch Mitarbeiter bei der Top 4. Und wenn er sagt, nimmt er sein normales Team, ja, dann meint er halt sein Rematch-Team, weil sein krasses Team, das hat man schon gesehen. Und ja, hat gut geklappt. Waschak will, das war ein Vogel. Ja, war ein Vogel. Dann ist es gut, dass wir drin geblieben sind. Denn Donnerblitz ist sehr effektiv. Oh, ich lebe noch. Genau, perfekt. Donnerblitz ist sehr effektiv. Vor allem noch mit Dynamo dazu. Und dann noch den Beulenhelm. Einfach so, weil ich es kann. Bam! Hier kommt jetzt schon sein Staraptor oder hat er noch was anderes davor? Nee, ich glaube, das kommt jetzt, oder? Ja, jetzt kommt's. Ich bleib drin. Du bist auch so gewöhnlich stark, hm? Gut, dass ich für gewöhnlich stärker bin als alle anderen. Okay. Wenn du das so sagst, dann zeig mal, woraus du geschnitzt bist. Zeig ihnen dein wahres Ich. Schließlich wollen wir uns auch einen kleinen Bonus dazu verdienen. Ach, du kriegst also mehr Geld, wenn du mich besiegst? Tut mir das eigentlich leid, aber ich muss an erster Linie auch mal an mich denken. Und wenn ich dich nicht besiege, dann macht das nur viel zu viele Probleme. Und du killst mich nicht! Ich greife dich jetzt an mit Dynamo. Zusammen mit Beulenhelm. Wahrheitswechsel. Bam! One-Shot sogar! Boah, Dynamo wirklich so krass aufgeladen. Scheinbar. Wow. Okay, stark. Wortwörtlich. Krass. GG. Aller guten Dillagen sind drei. Stimmt. Stimmt, wir haben ihn dreimal jetzt besiegt. Puh, das war viel zu viel Aufregung für einen Normalo wie mich. Doch eines habe ich nun verstanden, warum man mir gesagt hat, dass ich als Mitglied der Top 4 Flugpokémon einsetzen sollte. Wer stets in ausgetretenen Pfaden seines eng umgrenzten Alltags folgt, dem entgehen etliche schöne Erfahrungen. Ab und an kann es nicht schaden, zu einem besonderen Talent wie dir aufzublicken. Zumindest wenn die Arbeit es verlangt. Zum Vergnügen mache ich das nicht. Wie auch immer, da ich unbezahlte Überstunden vermeiden möchte, mache ich jetzt Feierabend. Okay, ciao. Understandable. Have a nice day. Und wir sehen uns gleich bei Kampf Nummer 6 wieder. Dieses riesige Gebäude ist unser nächster Haltepunkt. Denn hier bei der Geisterarena müssen wir gut aufpassen, dass sie uns nicht zerstört, die Rapperin. Yo, lang ist's her. Wie war dein Name nochmal? Mike, oder? Was liegt an? Bist du für ein Rapper hier? Yeah, lass uns rappen. Haha, deine Witze haben mittlerweile auch den Champ-Rang erreicht. Zagaria schickt also dich als Vertretung, ja? Ich hab schon kapiert, aber was fällt dir ein, einen Rookie-Champ auf mich zu hetzen? Wie kommen sie dazu, mich so zu schätzen? Oha. Sorry, du weißt hoffentlich, dass das kein Diss gegen dich war. Ach, was soll's, ich freue mich ja, dich zu sehen. Und wo du schon mal hier bist, dann zeig mir, was du mittlerweile so drauf hast, yo. Klar. Jetzt geht's ab, die Hütte bebt, dass meine alte Seele belebt. Glaub ja nicht, dass ich gleich kapituliere. Komm schon, ab auf die Bühne mit dir. Okay, let's go. Jetzt kommt der Rapper aus hier raus. Und aus mir. Gerade erst warst du noch für die Arena-Prüfung, ja. Und jetzt zieh dich mal an. Du bist nicht nur Champ, sondern stehst hier als Vertreter des Top-Champs vor mir. Wenn du mal in mein Alter kommst, wirst du sehen, wie schnell die Zeit an einem vorbeizieht. Sentimentale Vibes passen aber so gar nicht zu mir, yo. Queen Etta ist in the house, sag ich dir. Let's go, ich zeig dir gleich, was geht. Ein ernster Kampf, der den Geist belebt. Zeig mir die Power, die in euch Youngstern steckt. Ich bring deine Seele zum Beben, mal schauen, wie dir das schmeckt. Okay. Weniger Gelaber. Ja, reinhauen. Diese rumboppt. Muss ich irgendwie in meinen FNF denken. Naja, egal.
Unser Rookie ist ein echter Cutie. Ich will die Seele in deinem Beat spüren. Come on. Come on. Don't stop. Okay, okay. Es tut mir leid, Freunde. Ich höre auf. Okay, so kann ich aber sehen, was gegen wen gut wäre. Rollwende, zack! Damit schon mal die der Kostümspuk von Mimik bei weg ist, auch wenn es gerade ein bisschen buggy aussah. Okay. Ich habe komplett vergessen, dass ich im Doppelkampf ist, ne? Oh, stimmt! Ja, Farigea ist sehr, sehr gut in der Arena. Wegen Knirscher! Ich war mal überlegen, vielleicht Knirscher rauszutun, aber ganz ehrlich, ich bin eigentlich der Meinung, es ist gut, wenn ich es habe. Vor allem für diese Arena nochmal. Giftief! Bam! Schade. Leider keine Vergiftung, aber trotzdem ganz gut. Versuchen wir es einfach nochmal. Okay. Phantomkraft sollte mich nicht killen, genau. Okay, jetzt sind wir dran. Ah, leider kein One-Shot. Ah, schade. Hätte aber klappen können. So, Mimik mal schon mal down. Okay. Oh, nein, nicht Friedwurf. Ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe, aber Friedwurf, ich habe sehr viel Angst vor dem Ding. Weil das Ding ist einer der brokesten Pokémon im Spiel wegen seiner Fähigkeit. Denn das Ding hat die Fähigkeit. Wenn ein Pokémon... Wenn man 6 Pokémon hat, eins davon ist Friedwurf. Und alle 5 Pokémon von dir gehen down. Und dann hast du Friedwurf am Ende. Jedes Mal, wenn dein Pokémon down geht, wegen der Fähigkeit von Friedwurf, wird es immer wieder ein Stückchen gebufft. Und wenn alle down sind von deinem Pokémon, dann Friedwurf mit seiner Fähigkeit kommt, mit seiner Attacke oder was auch immer das ist, dann macht es One-Shot auf alles. Auch wenn es ein Rayquaza ist, auch wenn es ein Wailord ist mit zigtausend KP. Es macht One-Shot alles. Und dagegen kannst du nur gewinnen, wenn du eine Priority Attack hast. Also von dem Ding habe ich wirklich Schiss. Du, deshalb soll das Ganze sterben, Mann. So, Kripok ist ein Geistviech. Geist irgendwas, keine Ahnung. Also sollte das jetzt. Haha. Easy down gehen. Okay, das ist nicht geplant, aber na gut. Dann können wir zumindest Kripok noch ein bisschen mehr Damage hinzufügen. Hatte Kripok noch einen weiteren Typen? Scheinbar ist es doch nicht Geist. Ha. Huh. Kripok ist aber generell so ein Pokémon, wo ich immer vergesse, was das für ein Typen hat. Scheinbar aber nicht Geist. Sonst hätte das jetzt mehr Damage gemacht. Ich glaube, ich wechsle sogar super mal raus für... Nee, bleib drin. Bleib doch drin. Versuchen wir es einfach mal so. Was würde dann passieren? Okay, nice. KI lernt nie dazu. Ja, okay. Ich habe super jetzt geopfert. Aber was soll's. Ist nicht so schlimm. Knirscher. Friedwurf ist down. Super. Da muss ich mich nicht mal um das Ding Sorgen machen. Und jetzt muss schon ihr letztes Pokémon kommen, ne? Ich glaube, jetzt kommt schon ihr letztes Pokémon. Ich packe auf jeden Fall Takokro rein. Auch wenn ich Takokro nur Böde gegeben habe und nicht Spukball. Ist Böde trotzdem not bad. Wie ich finde. Also Böde macht ja trotzdem Damage und so. Und du versuchst mal auf Kripok zu gehen. Während ich Böde auf Riffex mache. Wo Licht ist, da ist auch Schatten. Verwandle dich und jag ihn in den Schreck ihres Lebens ein. Ja, das kennen wir ja schon. Haben wir keine Pupillen mehr. Das ist ja der Geist. Ich glaube, wir haben noch nicht mal alle Hüte gesehen von den Crystallizations, oder? Also ich kenne schon alle, aber ich glaube, im Let's Play haben wir noch nicht alle gesehen, oder? Was soll's. Wahrscheinlich zeige ich euch noch einmal. Mal schauen, wie viel Damage das schon. Oh, viel mehr als gedacht. Okay, mit Spukball wäre es One-Shot. Schade. Ist aber okidoki. Okay. Bam. Okay, nice. Nächste Runde ist sie down.
Ja. Die Schlag bringt immer noch nichts. Der lernt einfach gar nicht dazu. Kannst dich lesen, ich hab Schweifrüstung. Tiefschlag bringt dir nichts. Ja, die KI manchmal, ne? Badam. Der Blick. Mit seiner Zunge. Die Schnauze von Farigiros sieht manchmal auch einfach aus, als wäre das so die Zunge von diesem Hoodie. Von diesem, ne? Diesem Kettenhund-Ding, was er oben hat. Naja, egal. Gewonnen! Thumbs up. Deine Groovy Moves bringen meine Seele zum Tanzen. Nice. Hahaha, was für ein Kampf, du teilst ganz schön aus. Du hast mich durch den Mixer gejagt, als wäre ich ein Smoothie. Sorry, dass ich dich vorhin als Rookie bezeichnet habe. Ich wollte Sagaria so dringend zeigen, was alles im Geisterbrummen steckt, dass ich ganz aus dem Flow geraten bin, als du hier ankamst. Deine Vibes sind voll legitim, yo. Voll legit. Das kann ich bezeugen. Von jetzt an stehe ich immer hinter dir, du hast mein Wort. Gehen dir Trainer oder Gespenster auf den Geist? Verzweifle nicht. Ein Anruf genügt und Queen Etta ist gleich da für dich. Feier das Gute in dieser Welt. Bye bye, Baby. Okay. Bye bye. Etta. Und ich bin jetzt beim nächsten Arena-Tor. Hier sind wir auch schon. Ich mag immer noch diese Pixel-Anspielungen. Die sind cool. I like it. Und ja. Leider werden wir es nicht sehen im Kampf. Aber hier sind wir wieder bei der Modedesignerin. Ah, wenn das nicht Maike ist. Wir haben uns aber lange nicht mehr gesehen, du. Bilde ich mir das nur ein oder bist du seit unserer letzten Begegnung noch schöner geworden? Danke, sie aber auch. Wo hast du denn die Kunst des Schmeichelns gelernt? Du bist ja ganz schön gereift. Sicher so richtig, dass du an Sagaria-Stelle hergekommen bist? Wenn ich ehrlich bin, komme ich mit ihr ohnehin nicht so gut klar. Sie steht mir mit ihrer bezaubernden Aura immer die Show. Deshalb bin ich ganz froh, dass du sie heute vertrittst. Der kann ich ganz unbefangen zeigen, was ich so drauf habe. Also dann wollen wir zusammen nach ultimativer Schönheit streben. Okay. Sehr schön. Auf zum Kampfplatz. Let's go! Bin vorbereitet. Bist du zerhackstückeln? Das ist da ein bisschen böse. Vor einem Kampf fängt mein Herz immer an zu rasen. Jede Faser meines Körpers ist in Aufruhr. Und was besonders, wenn ich gegen eine so reizende Gegnerin wie dich antrete. Weißt du was? Ich bin gerade sehr glücklich, das gelernte Talent voll auszuschöpfen. Und ich bin sehr stolz darauf, meinen Teil dazu beigetragen zu haben. Wenn ich sehe, wie andere Leute sich ins Zeug legen, dann gibt mir das Kraft. Es spornt mich an, selbst das Beste aus mir herauszuholen, ohne auch nur eine einzige Träne zu vergießen. Traurigkeit ist ein Begriff, der in meinem Wortschatz nicht existiert. Nur die Schönheit der Überraschung ist Teil meines Gefühlsspektrums. Ich werde dir zeigen, wie Gefühlsgymnastik geht. Okay. Was hat sie nochmal? Psycho oder Fee? Outfit sagt ja Fee, aber... Farigiros ist ein Psycho-Pokémon. Also Psycho. Ich gebe dir eine Kostprobe meines Beauty-Geheimnisses, aber auf die harte Tour. Bam. Okay, ein bisschen damit haben wir schon mal gemacht. Ich kann zwar unseren Helden noch nicht wirklich benutzen, aber... Muss ja auch nicht, wenn es nicht sein muss, ne? Stimmt, vielen, das ist ja gut. Außer es hat nur was sehr Effektives gegen... Mein Super, dann habe ich ein Problem. Ja, hat's auch. Okay. Ich bin nicht gerade so schlau. Aber das wisst ihr. Wir reden nicht darüber, was gerade passiert ist, okay? Das ist, ich habe mich nachgedacht. Ich habe einfach nur gedrückt und habe mir gedacht, okay, ja, ich mache jetzt schon Damage und alles. Ich habe mich nachgedacht, okay? Und warum bist du nicht down? Weil gleich Attacke, aber weil ich 5 Level drüber bin, fange ich an. Plus die Überreste, die heim ich noch so ein kleines bisschen nochmal auf. Ne? Nom! Okay. Doppelkampf hat mir gefallen, weil da ging schnell vorbei alles.
Ja, muss ich wieder so lange warten. Naja, was soll's. Galagladi. Genau. Das Ding ist Typ Psychokampf, glaube ich. Bin mir nicht sicher, aber ich glaube schon. Oder? Kann auf jeden Fall sein. Ja. Ich drücke jetzt nochmal auf A. Zweimal. Eins, zwei. Und dann gucken wir mal, was passiert. Aber eigentlich müsste ich das überleben. Ja. War alles geplant. Ja, ja. Nicht irgendwie Überreste Lack oder so. Nein, nein, ich hab's geplant. Und das Ding ist auch. Nice. Schön. Ja, geil, ich kann echt Ärger machen. Beim falschen Gegner. Wunderbar. Ja, genau. Die paar KP helfen dir leider nicht. Oh, das Gegenstück Gardevoir ist Psycho-Fee oder ist Pflanze-Fee oder sowas in der Richtung? Auf jeden Fall ist es ein Fee-Pokémon. Oder ein Psycho-, nee, ein Psycho-Pokémon, ja. Verdammt, ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ich würde jetzt einfach mal raten und sagen Psycho-Fee. Und Galagladi Psychokampf. Das ist jetzt meine Prediction gerade. Weil ich weiß es halt für real nicht mehr. Bam, Luder lädt, auch wenn ich ihn wirklich oft einsetze. Weil mein Takoko benutze ich so, dass ich halt zwei Attacken einsetze und dann tausche ich wieder aus. Das ist halt Luder lädt. Benutze ich nicht so oft. Aber ich kann es ja mal ein bisschen drin lassen, denn Damage macht er trotzdem. Bam! Okay. Das ist auf jeden Fall nicht die Pflanze. Obwohl ich das irgendwie dachte. Keine Ahnung. Psyopatra. Nicht zu verwechseln mit Theopara. Das ist ein sehr cooles Pokémon. Leider habe ich heute Hunger auf Chicken. Und du siehst aus, als könnte man dich dafür benutzen. Ich muss so Knirscher einsetzen, aber hab mein Takoko leider nicht mehr. Und jetzt kommt ihr letztes Pokémon, Florges. Yes, yes, yes. Aber no, no, no. Ich habe keine Ahnung, was ich tue. Lass einfach drin. Was für eine unerwartete Entwicklung. Diesen Schock wird meine Haut gar nicht gut vertragen. Okay, wie du meinst. Wir versuchen es einfach mal. Zeit für eine Erneuerungskur, mein liebes Florges. Du wirst dich fühlen wie neu geboren. Oh oh. Not good. Not so good. Und ja, es war Psycho. Beim letzten Arena ist es offensichtlich, was er hat. Aber hier. Bei manchen ist es nicht immer offensichtlich. Aber es macht ja auch extra die Entwickler. Nein, das reicht nicht! Ich hab gedacht, das reicht! An erster Stelle kommt die Schönheit. Wer schön ist, wird von ganz allein stark. Oh oh. Wow. Das ist nicht gut. Okay. Da gibt es nur einen Helden, den wir dafür beschwören können, uns zu helfen. An diesem heiligen Abend. Und zwar ist es Delphi-Man. Der wird jetzt hier richtig eine reinhauen. Bam! Und somit rettet unser Held wieder mal den Tag. Wuhu, yippie! Wuhu, yeah! Wir lieben dich, Devi Man! Yeah! Ha, du gibst ein äußerst beeindruckendes Vorher-Nachher-Bild ab. Okay, aber ich hab mich doch kaum verändert nach dem Kampf. Na egal. Das war nicht anders als zu erwarten. Du bist die perfekte Kombination aus Schönheit und Stärke. Danke. In meiner Branche verschwinden Menschen mit mittelmäßigem Talent oft schnell in der Versenkung. Wenn sie nicht weiterkommen und Rückschläge erleiden, verzweifeln sie daran und führen ein sehr unglückliches Leben. Sie leiden darunter mehr als Menschen, denen jegliches Talent fehlt. Es wäre für sie wahrscheinlich besser gewesen, ganz ohne Talent auf die Welt gekommen zu sein. Michael, versprich mir, dass du nicht einfach so verschwindest und weiter deinem Können feilst.
Denk immer an dieses Versprechen und gib immer so dein Bestes. Ich danke für diesen Kampf. Bis zum nächsten Mal. Bis dann und ciao. Okay. Ja, ich werde es auf jeden Fall versuchen. Weiß aber noch nicht, was mein Talent ist. Aber, okay. Bisschen Schlitten gefährlich? Na, darauf haben wir jetzt keine Lust. Wir haben eher Lust jetzt, dem besten, ich meine dem Eisarena-Leiter, nochmal eine einzuheizen. Und das ist halt Grusha. Oh, du bist doch... Bist du zum Runtersausen der Piste hier? Der Schnee eignet sich heute nicht besonders dafür. Ich wollte dich mal wiedersehen. Ich glaube, ich verstehe nicht so ganz, was du mir sagen willst. Ja, ne? Ach, du bist anstelle von Sagaria hier. Für dich muss ja ein Traum in Erfüllung gegangen sein, als du den Schelmenabgang erreicht hast. Schön für dich. Tut mir leid, das kam wohl etwas sarkastisch rüber. Deine Leistung ist beeindruckend, das meine ich ernst. Aber für mich ist die Angelegenheit ein bisschen kompliziert. Du bist hier, um mich auf die Probe zu stellen, stimmt's? Bringen wir schnell hinter uns. Jo. Dann lass uns auf die Position gehen. Mal hoffen, dass es nicht schneit. Wir sind hier auf einem großen Schneeberg. Und du hoffst, dass es nicht schneit. Und es schneit. Oh no, oh no, oh oh. Wow, wow. Das ist jetzt aber unvorteilhaft für dich. Der Berg scheint auf meiner Seite zu sein. Die Inspektion durch die Pokémon-Liga findet mehrmals im Jahr statt. Wenn nicht die nötige Leistung gebracht, wird das Erinnerte abgesetzt. Sagariet sagt zwar immer, es sei eine reine Formalität, aber mein Traum, es als Profi-Snowboarder weit zu bringen, ist bereits geplatzt. Wenn mir mein einziges übriges Talent auch noch aberkannt werden würde, was bliebe mir denn dann? Ich will damit nicht die Stimmung drücken. Eigentlich ist die Sache ganz einfach. Nichts davon ist ein Problem, wenn ich dich ganz einfach erbarmungslos zu Eis erstarren lasse. Oh oh, Grusha, was soll das denn? Kannst du auch nicht machen. Ich hoffe, ich kriege das noch in die Folge rein. Sonst in Überlänge, egal. Die Wetterbedingungen sind nicht optimal, aber sie sollten reichen, um dich zu besiegen. Ja, leider schneit es. Darauf muss ich vorbereitet sein. Aber das Beste ist ja, ich habe ein Feuer-Pokémon, was in diesem Spiel wirklich wie in Gen 4 ein Blessing ist. Ganz ehrlich. Gen 4 und Gen 9 sind wirklich so die beiden Pokémon-Spiele, wenn du da kein Feuer-Pokémon hast. Du bist aufgeschmissen. Das ist ein Problem. Dann läuft nicht bei dir. Walla, dann läuft nicht. Ja, so. In der Richtung. Oh, verdammt, das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Ich bin ein Feuer-Pokémon und bin eingefroren. Really? Ach, was soll's, komm. Das wird mir jetzt zu blöd. Ich mach jetzt einfach eine Top-Genesung. Aufgetaut. Und komplett geheilt. Und dann kann ich's nochmal versuchen. Und was hat das die ganze Zeit mit seinem Rückenwind? Was hat das Vieh vor? Noch weiß ich es nicht, aber bitte friere mich nicht wieder ein. Bitte nicht. Danke. Und jetzt stirb. Das wirst du nie überleben. Ja. Jetzt nehme ich nämlich, um mich zu buffen. Dann am Ende wird es ein bisschen knifflig. Bei den letzten paar Pokémon wahrscheinlich. Also alles schnell einfrieren. Alles eingefroren, aufschmelzen. Nicht einfrieren. Falscher Kampf. Was ist denn aus seinem Schweifbereich passiert? Auf einmal ist er viel größer und flauschiger geworden. Naja, okay, gut, aber. Sieht auf jeden Fall anders aus als in den anderen Spielen. Wollte ich nur erwähnen. Ist mir aufgefallen. Popo hat auch ganz viel. Nee, ist egal. Ist auch egal. Koloval! Mein Baby. Und das ist eine Wasserattacke, nein, da war ja was, oh, ich hab's vergessen, nein, da hab ich vergessen. Das ist not good, da kann uns nur noch einer helfen, Delphi-Man. Okay, Delphi-Man. Ich glaube, das wird nicht funktionieren, oder? Das wird mich jetzt angreifen. Oh, nein, das ist auch nicht gut. Weil
Ja, jetzt trifft's so oder so nicht. Damn. Okay, mal gucken, was ich mache. Akrobatik! Oh Gott, okay. Ich glaube, ich wechsle mal Pokémon aus. So, ich habe jetzt nochmal Takoro wieder geheilt, komplett. Und, bitte, ja, ich darf anfangen. Stirb! Also, ich wusste ja, dass Kurovai was aushält, aber... So viel habe ich jetzt nicht gedacht. Naja, egal. Kann ich zumindest mich zweimal buffen. Muss ich positiv sehen. Weil ich habe ja noch einigermaßen gute KP-Anzahlen. Sind noch über 100 KP. Ist ja noch okay, denke ich. Ist noch in Ordnung. Sneebuna? Eis und Licht? Ja, doch, Eis und Licht. Ja, nochmal. Das Ding müsste mich nicht killen können. Ich laber zu viel. Aber immerhin One-Shot. Immerhin One-Shot. Okay, was mache ich jetzt? Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich bleib drin. Heile mich. Komplett voll. Deinetwegen krieg ich keine kalten Füße. Zieh dich für den nächsten Trick lieber warm an. Okay. Das ist Pokémon, Altaria. Okay, wie gesagt, ich heil mich. Top-Trank reicht. Und dann stecke ich einfach zwei Hits ein. Das sollte passen. Das Ding hat eigentlich nichts Effektives. Also nicht, dass ich wüsste, dass es irgendwas könnte. Eis und Schnee sollen uns bedecken. So wie der kürzeste Text von... Und dann die Animation noch. So wie der kürzeste Arena-Text von allen, oder? Naja. Kurzer Rede, langer Sinn. Nee, eigentlich beides kurzer Sinn. Kurze Rede, kurzer Sinn. Die Sache ist gleich schon wieder gegessen. Drampuls wird nicht viel Damage machen. Nö. Aber weißt du, was viel Damage macht? Ja, das ist der Flammenwurf, der zersetzt sich und lässt mich jetzt gewinnen. Finally. Dann haben wir alle Rematches durch. Wen fandet ihr am schwersten? Lasst es mich wissen. Unten in den Kommentaren. Vergesst Like und Sub nicht. Ich muss zugeben, dass mir deine hitzige Art gefällt. Danke. Mir gefällt deine coole Art. Wort. Wirklich? Wie unsportlich von Sagara einfach jemand herzuschicken, gegen den ich die geringste Chance habe. Aber ich bereue nichts. Ich habe alles gegeben, was in mir steckt. Ich habe das Letzte aus mir rausgeholt und dennoch verloren. Ein frustrierendes Gefühl. Aber es hat mich in den Schluss fassen lassen, meine Position als Irrelater ernsthafter anzugehen. Meine Motivation ist über die Zeit erkältet. Aber du hast neues Feuer in mir entfacht. Vielen Dank, Malke. Das nächste Mal verliere ich nicht. Sei vorsichtig auf der Abfahrt. Nicht, dass du dir eine Erkältung einfängst. Yo. Ne? Ring, ring. Das geht jetzt ab.